Servus, ich bin der Franz und es ist wieder Zeit für Abenteuer. Es geht heute wieder zum Sondeln. Ich habe hier hinten, ihr seht es schon, ein riesiges Feld vor mir. Wir werden sicher nicht alles heute schaffen, aber ich bin mal gespannt, was wir so finden. Es ist ganz cool, weil es ist auf jeden Fall weit weg von sämtlichen Straßen und so weiter. Also ich rechne hier mit hoffentlich wenig Müll, eher landwirtschaftlicher Müll, was halt vielleicht mal so verloren gegangen ist. Und es ist ganz interessant, der Besitzer sagt, er hat vor gut 20 Jahren hier mal seine Uhr verloren, die er anscheinend zur Firmung bekommen hat. Das müsste auch schon viel länger her sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht haben wir Glück und wir können sie ihm heute sogar wieder bringen. Mal schauen, wir sehen uns beim ersten Signal. Und schon gleich nach 5 Meter, erstes Signal. Es klebt schon dran. Das hier? Tatsächlich. Ich glaube, heute ist mal Handschuhtag angesagt. So, also was haben wir hier? Es ist auf jeden Fall weich. Lässt sich noch nicht definieren. Und ein Röhrchen war das mal. Nichts Besonderes anscheinend. Nächstes Signal, mittelguter Leitwert. Klingt ganz interessant. So. Auf jeden Fall schon draußen. Ein Detektor macht sich immer selbstständig heute. Hier drin. Oh, es glänzt, sieht aber nicht wertvoll aus, oder? Kann man nicht sagen. Was ist das? Kleines Metallplättchen. Okay. Scheint nichts Besonderes zu sein. Auf der anderen Seite ist auch nichts drauf. Nö. Keine Ahnung. Nächstes Signal, schön hoher Leitwert. Vielleicht sogar zwei. Schauen wir uns doch mal an. Jetzt ist es draußen. Heiß. Heiß, heiß. Na, mach's nicht so spannend. Ich sehe. Oh, das sieht nach einer Münze aus. Das könnte eine Münze sein. Es ist rund. Es ist flach. Das ist eine Münze. 100 pro. Oh. Nee. Oder? Ist ziemlich verbogen. Was ist das? Ein Knopf? Ziemlich gemischtes Signal. Entweder nicht so guter Leitwert oder so tief oder vielleicht zwei Gegenstände. Schauen wir mal. Ist noch nicht draußen. In dem Bereich hier vielleicht. Jetzt haben wir es. Naja, das beste Signal ist es nicht, aber jetzt ist es schon offen. Schauen wir uns an. Hier drin. Hier. Ja, okay, das war zu erwarten. Irgendein rostiger Eisennagel oder so. Okay. Endlich wieder mal Signal. Schöner, konstant hoher Leitwert. Nicht allzu tief anscheinend.
Oh, das ist wieder so ein Plättchen hier. Schaut euch das an. Ah, das war ein Knopf. Schaut es an. Ich habe hier sogar eine Zahnbürste dabei. Das war ein Knopf. Das war vorher auch ein Knopf. Bloß die Öse war schon weg. Und der hier ist noch mit Öse. Leider ohne Verzierung, zumindest ist nichts sichtbar drauf. Aber jetzt wissen wir das auch. Aha, also zweiter identischer Knopf. Schönes Signal wieder. Ja, mittelguter Leitwert, sag ich mal. Das ist übrigens ganz schön batzig heute, wie ihr das seht. Hier ist es. Oh, was ist das? Das ist jetzt wahrscheinlich kein Eisensignal. Im Gegenteil, das ist sogar Edelstahl. Eine V2, nee, eine A, was? Edelstahlmutter. A2 wahrscheinlich. M8 würde ich jetzt mal vermuten. Ja, gut. Wieder ein schönes Signal, hoher Leitwert. Es ist draußen und der Leitwert bleibt ziemlich hoch. Super. In der Nähe sind wir auch schon. Okay. Hier drin. Oh. Wieder ein Knopf, kann das sein? Ah, das gibt's ja nicht. Tatsächlich. Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Hier dachte ich erst wieder ein Knopf. Aber das ist was anderes. Patina drauf schon. Okay. Sind Falllöcher drin. Irgendein Riemen ist einer da. Irgendwas anderes vielleicht da. Irgendwas um die Jacke zuzuhacken oder so. Ich weiß natürlich nicht, ob das so gehört, dass das so verbogen ist. Oder ob das einfach nur. Das einfach nur durch den Pflug jetzt so verbogen ist. Ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal nicht aufbiegen. Ich glaube, das war schon irgendein Haken oder so, vielleicht an der Kleidung oder eben um die Jacke irgendwie so zuzuhaken. Ist da Verzierung drauf? Nee. Ja, okay, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte. Wieder schönes mittelhohes Signal. In dem Bereich hatte ich letztes Mal auf dem Feld irgendwo eine Münze gefunden, glaube ich. So Reichspfennig oder so. Schauen wir doch mal. Vielleicht haben wir wieder Glück. Hier drin. Hier drin. Lululul. No. Nein. Hä? Hier? Oh, das sieht echt tatsächlich. Das könnte eine Münze sein. Und zwar ein Reichspfennig. Ja, das ist eine Münze. Endlich. Und was ist es? Gleich mal ins Coinpad damit. Wir haben eine dreckige Münze, jawohl. Das ist auf jeden Fall ein alter Adler. Das ist irgendwie ein Reichspfennig. Da steht was drauf.
Deutsches Reich, ein Pfennig von 1908, kann das sein? Null und dann, ich schätze meine 8. Ihr werdet es schon sehen, wenn ich es euch einblende. Aber cool, jawohl, endlich eine Münze. Mit Ansage sogar nach dem Signal. Super, freut mich. Ziemlich springendes Signal. Zwischen gut und schlecht. Wollen wir doch mal nachschauen, wie gut es wirklich ist. Ist noch drin. Schauen wir mal, ob wir es schon erreichen. Ja, es war schon. Hier. Ach so, hier. Aha, doch irgendwas. Vom Pferd wahrscheinlich. Zügelring oder irgend sowas. Ja. Wieder ein Signal in dem Münzbereich von vorhin. Könnte es enden? Na, auch wieder ein Knopf. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja schon wieder ein Knopf. Oder? Das ist aber ein anderer Knopf. Der hat keinen so einen eingewölbten Rand. Oder ist das eine Münze? Nee. Endlich wieder mein Signal. Jetzt war eine Zeit lang nichts. Das könnte wieder schön an das Münzsignal hinkommen. Ich bin ja gespannt. Wir haben jetzt schon drei Knöpfe gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine Armband oder eine Taschenuhr war, wo der Besitzer hier verloren hat. So eine Taschenuhr ist doch sicher irgendwo meistens an einem Knopf befestigt gewesen, oder? Vielleicht, ja, ist der Knopf samt Uhr irgendwo verloren gegangen. Das Signal ist wieder mal weg. Hier ist es. Okay. Ah, ich glaube, ich habe schon eine Wursthaut. Okay. Wahrscheinlich Zwiebelmettwurst, oder? Was glaubt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schade. Nächstes Signal. So mittelguter Leitwert. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Hier. Hier. Hier ist es. Aha. Ah, das sieht nach Patrone aus. Jawohl. Eine Patronenhülse. Klein. Sieht man was? Oh, ja, ja. Zu verrostet. Da kennt man nichts mehr. Nein. Aber abgeschossen. Also völlig ungefährlich. Münzsignal. Ah, mal schauen. Welcher Fund hier für uns bereit liegt? Einer, dessen Signal schon wieder mal weg ist. Toll. Ja, der Wert ist nach unten gegangen. Scheint wohl ein Eisenfund zu sein, aber wenn wir schon aufhaben, nehmen wir es natürlich mit. Sollten wir ihn überhaupt wieder finden? Hier. Hier drin. Was ist das? Das hier. Okay. Was ist das? Musketenkugel oder was? Wahrscheinlich. Das ist ja gar nicht so schlecht. Doch definitiv hier. Das scheint eine Musketen- bzw. Pistolenkugel dann zu sein, oder? Nächstes Signal. Scheint etwas größer zu sein, aber guter Leitwert. Und auch nicht zu tief anscheinend. Aber das heißt noch nicht wirklich was. Hm.
bin gespannt. Okay, das hier? Nee. Das hier, oh, was ist das? Oh, was ist denn das? Okay. Kommt das schon bekannt vor? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was das ist. Auch nicht, ob das, das sieht schon älter aus. Ich glaube, das war eine Glocke. Schaut's mal. So. Das müsste ja theoretisch hier oben ein Loch drin sein, oder? Ich glaube, da ist ein Loch. Oder? Nee. Vielleicht aber eine Handglocke. Das war sicher eine Glocke. Und hier ist sogar noch ein Teil Beschriftung drauf, oder? T. Könnte ein T sein. Also ich glaube, das war eine Glocke. Ja? Was meint ihr? Gerne in die Kommentare. Hier innen drin. Hier innen drin ist mehr Rost. Das war wahrscheinlich der Klöppel. Der war nicht so hochwertig wie die Glocke selbst wahrscheinlich. Ich glaube, das war eine Glocke. Tatsächlich. Ja, cooler Fund, würde ich sagen. Nächstes Signal. Ziemlich hoher Leitwert. Hier wieder schön im Schatten, wo der Boden natürlich noch batziger ist. Es ist draußen, das Signal bleibt gut. Scheint ziemlich klein zu sein. Oh, das ist wieder. Ja, was ist das? Knopf wahrscheinlich wieder. Also was hier Knöpfe liegen, ist das ein Knopf? Wahrscheinlich. Huch. Ich glaube, das ist ein Knopf. Ziemlich hohl. So ein Jeansknopf wahrscheinlich oder so. Ja, also ich bin mir sicher, das ist ein Knopf. Hier geht's durch, genau. Jetzt hat es los. Ein Knopf wahrscheinlich, aber gar nicht zu alt. Halbwegs gutes Signal. Oh, da ist was Festes schon drin. Stein sein. So, wie sieht's aus? Weg wieder mal. Das gibt's ja nicht. Hier drin. Ist aber wieder zum Eisensignal geschrumpft. Aha. Es ist schon wieder mal rund. Ich glaube, das ist wieder ein Knopf. Ja, was ist denn hier los? Knopf, Feld der Knöpfe oder was? Wieder ein kleiner Knopf. Wieder mal ein schönes Signal im Münzbereich. Ist wieder abgefallen das Signal. Nicht mehr so gut. Aber wir schauen trotzdem. Vielleicht ist es ja wieder ein Knopf. Das hier? Was ist das? Tatsächlich, ich glaube, das ist wieder ein Knopf. Das gibt's ja nicht. Der, den wir gerade gefunden hatten. Einer, den wir gerade vorhin gefunden hatten. Also irgendjemand konnte hier ziemlich schlecht nähen in der Nähe, habe ich das Gefühl. Ja, eindeutig derselbe Knopf. Wieder mal ein Münz- oder hier eher Knopfsignal, würde ich sagen.
Schauen wir doch mal nach. Das hier. Nein, wieder ein Knopf, oder? Das gibt's doch nicht. Tatsächlich. Also das kann ja nicht sein. Schon wieder ein Knopf. Was ist denn hier los? Ja, ich glaube, der nächste Knopf wartet auf uns. Nehmen wir den da auch noch mal mit. Tatsächlich, das ist wieder ein Knopf, oder? Das gibt's ja nicht. Was ist denn hier passiert? Das ist wieder so ein Jeansknopf. Haben wir auch schon gefunden heute. Jawohl. Nächstes schönes Signal. Bisschen unter dem Knopfsignal. Vielleicht ist es ja tatsächlich mal was anderes. Und wieder weg, das Signal. Hier ist es. Das deutet leider meistens auf einen Knopf hin, aber schauen wir doch mal. Da ist es. Nein, das wird doch nicht eine Münze sein. Das ist ziemlich flach auf jeden Fall. Das ist eine Münze, oder? Oh, da ist aber gar nichts mehr drauf. Aber das war doch eine Münze. Ach, da kann man so. Ja, ein bisschen was könnte man noch. Moment. Coinpad zum Reinigen. So. Also der Ring ist übrigens mein Ehering, ja. Nicht, dass ihr meint, den habe ich schon gefunden und euch vorenthalten, würde ich nie machen. Aber den sollte man natürlich nicht unterm Handschuh anziehen, weil sonst natürlich der Pinpointer immer darauf reagiert. Oh ja, doch, man kennt noch was auf der Münze. 5 Reichspfennig, ganz deutlich sogar. Hier? Okay, was haben wir da? Eine Patrone. Patronenhülse. Wieder nichts mehr zum Lesen. Nee. Ja, okay. Kleine Patronenhülse. Neues Signal, neues Glück. Jetzt habe ich schon lange keinen Knopf mehr gefunden. Was ist denn da los? Es ist wieder ein Eisensignal geworden jetzt, nachdem es draußen ist. Schauen wir uns trotzdem an. Das da. Das da. Oh, was ist das? Oh. Das ist doch wieder ein Knopf, oder? Aber ein größerer. War da ein Muster drauf oder täuscht das jetzt? Ne, das täuscht. Aber das war doch sicher ein Knopf, oder? Ja, eindeutig. Trachtenknopf oder so. Wieder ein neues Signal. Etwas tiefer anscheinend. Ich sehe schon mal Rost. Aha, hier. Was ist das? Nanu. Ah, das ist von einem Besteck, oder? Das ist doch sicher die Rückseite von einem Löffel oder so. Jawohl. Ziemlich sicher. Tatsächlich, schaut's an. Das ist das Ende von einem Löffelstiel oder so.
oder Gabel. Messer wahrscheinlich eher nicht von der Form her. Ja gut, mal was Neues heute. 5 Meter neben dem Löffelsignal, nächstes Signal. Etwas, hier wird es besser. Nein, hier, na nun. Ah, das haben wir halt auch schon gefunden. Das ist wieder so eine Riemen, so ein Riemenhaken oder sowas. Also hier wiederholt sich alles. Ja, eindeutig. Haben wir vorhin schon gehabt. Neues Signal, neues Glück. Ziemlich tief, aber ziemlich hoch. Also der Leitwert ziemlich hoch. Das Signal ziemlich tief im Boden. Aber schon draußen. Nein, das gibt's doch nicht. Unglaublich. Ich habe schon gesehen, wo ist es jetzt? Das ist wieder ein Jeansknopf. Das ist weg. Da. Der altbekannte Jeansknopf. Ja, damit wären es von diesen jetzt 3, soweit ich weiß. Na gut. Wieder Knopfsignal. Nehmen wir nochmal mit. Noch drin. Nein, das ist kein Knopf. Das ist wieder eine Patrone. Das ist wieder eine Patrone. Schauen wir mal, ob man diesmal was lesen kann. Ja. Es ist noch was angedeutet, aber ich kann es jetzt nicht erkennen. Vielleicht zeige ich es euch auf dem Bild schon. Sollte es was sein, dass man was erkennt. Ansonsten Patrone Nummer 3 müsste das sein. Gleich schon das nächste Signal hier. Was haben wir jetzt? Noch da drin. Oh, ich sehe schon was. Nee, das ist wieder so ein Haken. Das gibt's ja nicht. Das ist schon wieder so ein Haken. Ja, ja, ist gut. Ziemlich schönes, hohes Signal hier. Das ist ein Draht, oder? Moment, das ist mehr als ein Draht. Das ist, was ist das? Ey, was ist denn das? Okay. Ich dachte erst an was Elektrisches. Eine Klemme oder so, aber ist noch nicht ausgeschlossen, aber was ist das? In der Mitte hohl. Okay. Was ist das? Das ist auf jeden Fall. Das ist ein alter Klemmstein aus einer alten Elektrodose. Jetzt, in die ganz alten Elektroklemmkästen waren so, ja, so Keramikbausteine drin. Und hier waren 4 Schraubklemmen. Das hier kennt man es noch. Hier ist auch nämlich vor allem der Draht eingeklemmt. Okay, ja. Mal was Neues. Findet man wahrscheinlich auf dem Feld jetzt auch nicht alle Tage. Da haben wir doch mal wieder ein Signal. Und zwar, hier müsste es sein. Ja.
Oh, da leuchtet was. Ja, endlich. Ich warte den ganzen Tag schon. Endlich mal auf den Flaschendeckel. Erster Flaschendeckel nach, was haben wir's? 3:30, 2,5 Stunden ungefähr. Nächstes schönes Signal, hoher Leitwert. Was wird es diesmal geben? Nichts mehr, wie immer. Es ist merkwürdig. Jedes Mal oder jedes zweites Mal ist das Signal plötzlich weg. Nichts mehr. Wie? Aha, doch da drin. Oh Mann. Na gut. Na, wo ist er denn? Doch weg. Hier ist es. Hier? Oh. Ja, wird ja Zeit. Endlich mal wieder einen Jeansknopf. Das ist dann Nummer 4 oder 5. Ich glaube 5 schon, oder? War lang keiner mehr da. Nochmal ein wunderschönes hohes Signal. Vielleicht das letzte für heute. Komm, nochmal eine richtig schöne Münze oder so. Oder was richtig Spannendes. Mhm. Signal bleibt auf jeden Fall gut. Komm, irgendwo ist es. Ah ja, da ist es. Da ist es. Ein Jeansknopf. Ein Jeansknopf. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, hey. Ein Jeansknopf. Ja, Wahnsinn. Ja, so möchte ich noch nicht aufhören, aber mal schauen, was noch kommt bis davor. Noch ein Signal kurz vor Schluss. Vielleicht wird das noch das Highlight für heute. Oder wenigstens noch was Schönes. Nee. Ist schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ah ja, hier draußen wahrscheinlich. Was ist das? Viereckig. Das ist. Aha, doch. Das müsste ein Stück von einer Mundharmonika, jawohl. Das müsste ein Stimmblättchen von der Monika. Ein Stimmblättchen von einer Mundharmonika sein. Hier mit den Streifen drin. Genau. Na ja, auf jeden Fall noch was Interessantes zum Schluss. So Leute, fertig für heute. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Funde an. Ich habe es wahrscheinlich schon eingeblendet, aber hier nochmal eine kleine Übersicht, was alles so zum Vorschein gekommen ist. Natürlich wie immer hier einiges an Müll, Draht, Flaschendeckel, was weiß ich, hier dieses Hammer-Oberteil. Dann hier 4 Stück Patronen, Mundharmonika, Stimmblättchen. Dann ja, das sind meine ganzen Knöpfe. 5 Jeansknöpfe und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere Knöpfe. Dann hier diese komischen Laschen. Hier das Stück von der Glocke. Vermute ich eben eine Glocke. Eine Musketen- bzw. Pistolenkugel. Und hier unsere 2 Reispfennig. Freut mich besonders. Ach ja, hier noch das Stück von dem Löffel oder von der Gabel wahrscheinlich. Hier noch die Mutter. Ja, das war die Ausbeute für knapp 3 Stunden. Doch gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, für dieses Video war es das wieder. Ich freue mich fürs Zuschauen. Da gibt es noch schnell einen Daumen hoch. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Zeit für Abenteuer. Servus!